Moin Leute, herzlich willkommen hier zum neuen Video. Wir wollen euch heute Jaschas Karmann verkaufen, ne? Das Auto mal richtig präsentieren, dass ihr wisst, was man da kaufen kann. Aktuell ranken sich Mythen, dass das Ding zu verkaufen ist. Nicht jeder weiß wirklich Bescheid. Und wir gehen jetzt einfach mal gucken, ne, was das ist. Jaschi, du bist nicht gerade auf dem Weg. Nicht, dass er da mit dem Rad sich verfährt, weißt du? Ja, wir holen ihn erstmal raus jetzt, oder was? Und dann draußen labern wir mal, gehen wir mal ein bisschen drauf ein, Jascha, was meinst du? Machen wir. Sollen wir nochmal vor? So, einmal vor, ne? Soll ich weiterfilmen, oder? Ja, wieder schön rollt hier und so. Komm rüber über das Werkzeug. Oder ja. Du? Ja, doch, easy. Aber du musst ein bisschen weiter rüber hier, du fährst schon wieder nicht schön, ne? Nee. Voll auf die Kuh zu nehmen, ne? Echt kritisch. Ja, lass mich mal ganz gut, Alter. Besser ist das, ey. Jetzt, Adina, du musst mir ein bisschen folgen. Bist du unterwegs, oder was? Ja, ich bin unterwegs. So, Leute, jetzt Karmann kommt hier langsam zum Licht und so, ne? Ich will euch mal ein paar Fakten über das Auto erzählen. Das Ding kommt aus den Staaten, ist 65 gebaut, noch mit Buntbolzenachse, also ein früher 65er. Halt, ist zu windig hier draußen, ne? Nein. Meine nicht? Das glaube ich schon, windig. Naja, egal, doch. Das ist zu windig, Alter. Ja, das ist schon. So, Leute, dann wollen wir mal ein bisschen erzählen hier, ne? Jaschi, ja. Wann haben wir das Ding geholt? Welches Jahr schrieb? Im Winter 2020, glaube ich. Ja. 2020? Ja. Also Januar 2020 oder sowas, ne? Nee, Dezember. 27. Dezember? Ja. Echt? 2020 erst? Nichts von 19? Ach so, wenn es im Dezember war. Nee, nichts von 19. 2020. Oh, ja, ist ja auch Latte. Wir haben das Ding auf jeden Fall für gar nicht allzu lange Zeit geholt. Das Auto unverbastelt, müsst ihr wissen. Niemand dran, Alter. Er hat ihn entdeckt, einer da. Ne? Wer war es denn, Alter? Der Deutschmann. Wer war es ja? Und das Auto kam zu uns in Gelb-Schwarz. Ja, wir haben von damals ja auch noch so diese Videoaufnahmen, ne? Ja, ich habe nur noch welche von Instagram, die. Ich hab noch, Alter. Mein altes iPhone könnte ich mal aktivieren und so. Und dann können wir mal gucken, ne? Spielen wir noch ein, zwei Aufnahmen. Guck, so gelb-schwarz kam er dann an. Wir das Ding fertig gemacht. Wenig zu schweißen dran gewesen. Die eine Ecke hinten sind wir beigegangen und so. Beim Schweller erst den Innenschweller. Schön repariert, ne? Blech gedengelt und so eingepasst. Davon haben wir noch Bilder. Ja, sehen die gerade hier alles. Das sehen die gerade parallel hier, ne? Ja, und Außenschweller repariert, ne? Man sieht die Naht, ist kein Spachtel drauf, einfach nur so mit der Dose rübergepisst und so, ne? Also so gemacht, wie so ein Auto gemacht gehört, meiner Meinung nach. Das Ding fährt eigentlich die ganze Zeit, mit dem Motor war für uns auch Poker, die Karre lief natürlich nicht, als wir ihn geholt haben, 1500er, als Kennbuchstaben stand drin, ist ein 1641 oder irgendwas, ne? Ist 1641. Auf jeden Fall waren die in Amiland da schon mal fleißig dran mit Tuning und so, keine Ahnung, mit Porsche 912 Verteiler kam er in Jaschas Finger und sowas, ne, kleiner Sportluftfilter, alle Originalteile auch noch vorhanden, ne? Ja. Müssen wir hier ganz klar sagen, Schalthebel, nein, alles da, so, ne? Also, ja, wie haben wir weitergemacht denn eigentlich mit dem Auto? Als er fertig war, gar nicht, dann wurde er erstmal gefahren und dann wurde die Farbe abgebeizt. Ja, ja. Dann haben Jascha und Adina da einen kleinen, dieser seligsten, mühsamsten Arbeit, ne? Da mit Beize richtig den originalen Lack wieder freigelegt, ne? Ja, und darunter sah er so aus, wie er jetzt aussieht. Ja. Da wurde nicht viel gemacht. Man muss sagen, das Auto hat klaren Ditcher, ne? Hinten die Ecke, könnt ihr hier sehen, alles mal einen raufgetroffen mit dem Abschlussblech hier unten und sowas, ne? Aber das haben die gar nicht so schlecht wieder gerade gezählt in Amerika. Klar, ordentlich Spachtel rübergezogen. Muss man sagen, die Ecke da hinten, aber steht alles, ne? Rücklicht sitzt drin, passt alles. Originale Rückleuchten, keine Repro-Geschichten. Was sind Repro-Teile an dem Auto allgemein, Alter? Ich glaube, da können wir uns gerade mal so Offizierleisten berufen, ja, ne? Offizierleisten, ja. Ansonsten ist alles an diesem Auto auch originale Ware, muss man sagen, ne? Außer die Sitze, Teppich. Ich weiß nicht, ob der Sitz, die Sitze original sind. Stimmt, Innenausstattung, ne? Mit Sitze, ob es das Polster so gab. Vielleicht, wenn hier jemand ist, der sich mit K-Menschen gut auskennt, ne? K-Männer in hier, ne? Er sollte das mal sagen. Einfach für die Allgemeinheit hier unter das Video kommentieren gerne. Sind die Sitze original oder nicht, ne? So, dann ging das weiter. Die Felgenfrage stand offen, so, ne? Moin. Ja, die Felgen sollten die Wahl werden und da haben wir 5x205er Lemmet Sprintstars rangeholt, ne? Mhm. Ganz tolle Dinger. 5,5er, ganz feine Felgen. Also würdest du die Felgen auch einzeln verkaufen? Wenn, also pass mal auf, wenn sich einer findet, der das Auto ohne die Felgen kaufen will, würde ich jetzt mal sagen, würden wir die Felgen auch einzeln verscheuern, so nach dem Motto, weißt du? So, denn das Auto würde auch auf Serienstahlfelgen gehen, so, können wir so sagen, ne? Aber so ist halt eingetragen, Leute, so ist gerade alles eingetragen. Ja, lass mal kurz einen Carporn davon reinhauen jetzt, Alter, wobei auf dem Wort, wo alles eingetragen ist und so, ne? Ich denke mal, wir aktivieren das Ding gleich nochmal ein bisschen, weil es gibt auch noch mehr zu erzählen. Am Motor haben wir auch
auch noch weiter was gemacht. Oder vielmehr Jascha. Jascha hat das Ding hier, am Anfang muss man einmal sagen, haben wir das Ding zusammen fertig gemacht. Und dann hat Jaschi sich hier als Karmann-Experten eine Zeit lang reingelesen. Er war gewählt und so, ne? Und hat sich schlau gemacht, hat seinen schönen Karmann hier sich fertig gemacht, ne? Und das Ding könnt ihr jetzt hier kaufen. Auch echt, ne? Ja, echt auch. Hier ist ein Link nochmal bei Kleinanzeigen unten in der Videobeschreibung auch drin und sowas, ne? Also, dass man da bei Kleinanzeigen direkt reingucken kann und so. Oder eine E-Mail, ich kann auch nicht, ich wollte eigentlich eine E-Mail-Adresse machen. Willst du eine E-Mail-Adresse einrichten? E-Mail Kleinanzeigen, das, ich kann das nicht mehr. Nee, okay. Ja, oder wir könnten ihn dann nochmal richtig bei Samba so weltweit, Alter, in der luftgekühlten Szene inserieren und so, weißt du? Würden wir dann machen, ne? Wir inserieren den nochmal richtig. Ja, auf jeden Fall in der Videobeschreibung mit E-Mail-Adresse, da wird das jetzt drinstehen, ne? Ja. Genau. Da haben wir aber lange erzählt jetzt mit der Videobeschreibung. Ein paar Bilder noch und so. Musik ab und zeigen, so, ne? Ja. Und gleich gibt's noch ein bisschen was zu sehen. Wie gesagt, ist noch nicht alles erzählt über das Auto. Wir haben jetzt hier mal eben euch ja das Auto ein bisschen gezeigt mit den Details. Ne? Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Dieser Motor hier ist ein bisschen überarbeitet. Der hat andere Vergaser drauf, die auch eingetragen sind, was total geil ist. 36er Weber Vergaser, Originale kriegt man auch nicht mehr an jeder Ecke, muss man sagen. Das Gasgestänge ist nicht das geilste von Haus aus, aber Jascha hat da schon ein bisschen dran feingetunt. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut, oder? Ja, das vernickt er. Also auf jeden Fall fein. Ne? Das sind hier so kleine Raffinessen. Ne? Hier bestes Fangband für die Batterie, da rutscht gar nichts und so. Man muss sagen, es ist geil gehalten, dieses Auto. Ne? Ist einfach schön, das Ding. Naja, Haube hier vom Lowlight, will ich nochmal sagen, die wurde damals mal bei diesem Treffer, den wir ja hier auch sehen und so, ne, wurde die mal mitgetauscht, aber ist ja nicht schlimm letztendlich. Das ist einfach vom Baujahr her eine ältere Haube. Die Lüftungsschlitze da sind anders, oder was ist das? Ah, hier. Ja. 24 und 32 Zentimeter. Ist ein gewaltiger Unterschied, ne? Ich meine, dem einen fallen 6 Zentimeter schneller auf, dem anderen nicht so, aber keine Ahnung. Ja, Yashi, denn wir zünden das Ding jetzt mal, ne? Das Ding stand jetzt echt lange. Wollen wir mal sehen, wie der gleich anspringt. Normal braucht er erstmal ein bisschen Sprit. Ich würde gerne ein bisschen Startpilot noch mit ranholen und so. Aber wenn er läuft, dann läuft er geil. Und hat mit dem Vergasern jetzt auch echt Biss. Kann man anders nicht sagen. Wir fahren aber jetzt gleich nochmal eine Runde, ne? Zeigen wir euch. Bis gleich. So, Leute, wir haben das Ding hier einmal an Spritzer Startpilot und da war das Teil schon an, ne? Und was soll man sagen? Natürlich jetzt erstmal sich ein bisschen aufwärmen, mal sich eingrooven. Wie lange stand das Ding jetzt, Alter? Monate. Der lief Monate nicht mehr, ganzen Sommer nicht. Schade eigentlich, das Ding muss bewegt werden und deswegen kommt ihr auch hier ins Spiel, ne? Yashi kann die Kohle gebrauchen, die wollen auf Reise gehen, die wollen was sehen von der Welt, ne? Also ihr würdet den beiden damit auch einen großen Gefallen tun. Das Ding muss nicht weg jetzt, aber es soll so, ne? Und das ist natürlich euer Vorteil, muss man ganz klar sagen. Wir können da ja sprechen, da steht jetzt eine klare Zahl drin. Es gibt ja hier verschiedene Pakete. Ihr wollt ihn haben mit frisch TÜV. Bin ich der Letzte, mit dem sich nicht reden lässt. So, ne? Ehrlich, also das Ding, da ist ja nichts dran auszusetzen. So. Das ist ja das, ne? Da gibt es ehrlich ein paar Ecken, die wollen wir vorher auch sagen. Nicht, dass das heißt hier, da sind ein paar Ecken, das habt ihr vorher nicht gesagt und so. Das wollen wir ja vermeiden, ne? Komm mal, die eine Sache, die ich hier sagen will, direkt auf. Hier, ne, die Bodenhälfte, immer noch originales Blech. Sieht ein bisschen gammelig aus, aber ich stehe komplett drauf jetzt gerade so, ne? Es ist noch stabiles Blech. Klar gehört sich das vielleicht in ein paar Jahren mal neu gemacht, aber damit bestehst du locker noch ein, zwei Mal TÜV und hast Spaß, so. Also, kein Stress.
guck hier. Allerbest, ne? Ja, ist so. Ja, ist so. Guter Kram, dieses Auto so, ne? Weil ich wurde auf Treffen schon angesprochen und gefragt, warum das Auto so günstig angeboten war, was damit nicht stimmt und so. Das ist ein Erstlack-Auto. Klar, einmal rausgeholt den ersten Lack wieder und so. Da ist auch noch viel zu holen, müsst ihr wissen. Wenn ihr ganz viel Langeweile habt, dieses hier ist noch alles die Grundierung eigentlich, worauf das Gelbe raufgeholt wurde. Das heißt, da unten sitzt auch noch über dieser graue Lack, ne? Also wenn man ganz viel Langeweile hat. Ah, wir haben Wind, ne? Gut, wir verschwinden mal ins Auto, wir fahren eine Runde. Filmst du das? Ja, 05er. Ja, 05er, Alter. Aber damals gab es die Videos nur in dieser Quali. Man war nicht schlauer, ne? Aber was sagst du von der Geräuschkulisse im Fahrzeug? Ist gut, ne? Klingt klassisch nach dem Käfer-Boxer-Sound. Ist ja halt auch ein Typ-1-Motor. Ganz klar, die Bodengruppe ist beim Karmann aufgebaut wie beim Käfer. Bis auf, dass die Bodenhälften anders sind. Und Kleinigkeiten sind hier bestimmt auch anders. Aber ansonsten ist das eigentlich eine Käferbodengruppe. Also ist wie Käferfahren, nur in sportlich. Ein bisschen undicht ist. Was haben wir hier noch zu sagen, Yashi, Alter? Hast du irgendwas, was du ansprechen willst, Alter? Boxen hinten. Oh, Boxen, ja. Stimmt, da ist eine Anlage hier drin, oder was? Okay. Ja, alles klar. Ackert rein, oder was? Ja, bremst schon ordentlich. Die Bremsen habe ich auch nochmal eingestellt und so. Ach, war es gerade nochmal dran, oder was? Ja, schon länger her, aber ja. Seitdem ich hier nicht gefahren bin. Ja. Wollen wir nochmal eine richtige Bremsung machen, einmal das? Soll ich nochmal ran an Steuer, oder? Lass mich mal Fadi ran an Steuer. Soll ich draußen filmen? Also Leute, erstmal merkt man Kupplung auch ganz locker flutschig, ne? Ist auch gerade neu gekommen nochmal, ne? Ja. Also auch gerade überholt, weil die ja rutschte, wenn man die so mal reingetreten hat. Er verschluckt sich noch einmal so, ne? Der bollert los, der Karmann, ne? Brems mal. Gar kein ABS, das Auto. Mager. Na gut. Na Leute, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier gerade noch weiter sagen soll. Wir gucken einfach mal, würde ich sagen, was jetzt hier noch so ansteht. Ne? Ich meine, so viel gibt es ja um dieses Auto auch gar nicht rum. Schön spartanisch, wie man es halt will, wie es 65 halt üblich war. Hier guck mal, wie tolle Sachen, wie dieser Innenspiegel hier noch. Original auch. Ich bin total der Fan, wie dieses Glas da drin aussieht, wie dieses Spiegelglas so wird. Ne? Ja. Über die Jahre total hübsch. So, ne? Hier, dass die Lampe leuchtet und so. Darf man den bewegen hier? Die hattest du auch auseinander? Dann hast du die. Ich hab die auch nochmal neu, ne? Ah, okay, aber hier wieder Unterschiede. Der ist der abgebrochen. Der ist also abgebrochen, nur. Nämlich. Ja, deswegen okay. Habe ich die, aber der ist nämlich, aber muss man ja, umbasteln. Ja, aber gibt schon mal wieder on top noch eine zweite dazu, ne? Also gibt echt ein paar Teilepakete auch so ums Auto rum. Originale Vorderachse ist auch dabei. Das Auto kann natürlich auch in Original hoch verkauft werden, wenn unbedingt muss. Das ist ein feines Ding, ne? Wenn ich die Kohle hätte, der würde hier bleiben, so, ne? Aber muss man ehrlich sagen, habe ich halt nicht. Das ist halt ein 65er Karmann, so, ne? Ich habe halt für gar keinen Karmann die Kohle. So, ne? Also, ich habe damit Bus genug zu tun, so, ne? Aber was denn noch hier mit Ovali, Aschmecher, Yashi, kannst du mir das nochmal erklären, wann da diese Unterschiede waren? Weißt du das? Ne, okay. Ja, gut, dann nicht. Nein, das ist auch okay, so, ne? Ja, hast du hier mit den Türfangbändern nicht auch mal irgendwas neu gemacht? Ja, die sind neu, aber. Ja, ne? Die Türfangbänder selber. Türfangbänder, ne? Sind, aber das ist ja so. Ja, okay. Aber es ist schon viel neu gekommen allgemein, ne? Einmal alle Gummis neu gekommen an der Kiste. Scheibendichtungen sind alle neu. Ja, wir hatten alle Scheiben einmal raus, die Rahmen, alles mit ganz viel, wie überall bei dem Auto ist ganz viel Mike Sanders dabei, ne? Also trocken ist hier keine Ecke, muss ich euch sagen. Ja, aber es ist toll, also wie gesagt... Ja, Daniel, was hast du denn jetzt gemacht? Wieso? Hast du dich Wachs ins Gesicht geschmiert, oder? Ja, manchmal. Oh, wird auch nicht weniger, so, ne? Ich denke, wo man gerade drüber spricht. Ne, ja, halt irgendwas, so, ne? Also, keine Ahnung. Was hier mit dem Radio? Das ist nicht... Attrappe. Attrappe, alles Attrappe. Klar, alles klar. Original ist hier so ein kleines drin, aber da hat der Vorbesitzer das schon mal rausgeschnitten, also hinter dem, weißt du, um da ein großes reinzumachen. Ja. Und dann habe ich da so eins geholt, was da drüber passt und einfach, also es ist nur die Blende. Ja, aber ist schick. Ja, das so, passt auch mit den Farben hier und so, ne? Auch die ganzen Schalterknöpfe. Für alles original. Alles. Ich habe hier noch was einzuwenden. Wir mussten da klar ja hier auch einen Warnblinker nachrüsten, muss man ja im deutschen Straßenverkehr haben. Allgemein wurde das Ding ja aus den Straßen, aus den Staaten von uns quasi nach Deutschland. Also geholt nicht, das war der Händler. Adoptiert. Ja, aber wir haben ihn hier grob wieder auf die Straße gebracht. Was ist noch? Wir haben hier so Kleinigkeiten, fällt uns ja immer wieder ein. Da ist ja noch mehr. Achstechnisch ist eigentlich alles neu auch gekommen. Ne? Ja, ja. Also Vorderachse, mit, hast du nochmal die Federpakete frisch gemacht, weil da zwischendurch ein
Fehler drin war, dass eins irgendwie... Die Akschenkel wurden neu geboxt. Ja, stimmt, die kompletten Akschenkel, einmal alles neu gerieben, neu geboxt, alles fresh eingestellt und sowas. Die Achse vermessen lassen und so, ne? Also, ja, Reifen, wie gesagt, alles eingetragen, so wie man das Auto hier sieht. Das ist echt für mich auch jedes Mal erstaunlich. Gut, aber mehr gibt's jetzt auch nicht zu erzählen, oder was? Doch, ja, eigentlich schon. Was ist an dem, wie viele Stellen sind an dem Auto geschweißt? Ich hab's noch gar nicht so wirklich euch erzählt, ne? Drei. Stimmt. Vier. Nee, vier. Hier vorne ist auch noch an der A-Säule ein kleiner. Aber vorne die Schnauze gar nichts, ne? Da sind wir normalerweise immer durch. Können wir auch gleich nochmal zeigen. Alle vorne. Ecken zeigen wir hier gleich nochmal richtig schön. Alles offen. Auch was wir geschweißt haben oder so, können wir jetzt hier nebenbei, wo wir gelabert haben, eigentlich schon gezeigt haben, ne? Ja. Haben wir schon gezeigt, haben wir gerade schon gesehen, ne? Dann bei eBay sind auch noch die ganzen Bilder. Ja. Die können wir noch einblenden. Ja, ja. Aber so, wenn man dazu gerade spricht und so, dann weiß man gleich, an welcher Ecke man ist und so. Naja, und wenn nicht, dann kam man halt nicht mit und so. Ich will jetzt noch einmal zeigen, hier, gib mal am Herrn. Ne? Uhr ist auch da aus, ist bei, ne? Achso, die Original-Uhr. Aber wie gesagt, der Drehzahlmesser, ne? Ist ein altes Teil, den gibt's als diesem Modell gar nicht mehr. Den hast du natürlich auch noch mit Schelle, da hing er mal an dieser Schraube, ne? Shift-Light gibt's dazu auch noch, ne? Guck mir alleine mal, was diese Drehzahlmesser kosten normalerweise. Und dieses Ding ist ein richtig feines, altes Ding. Das kannst du nicht mal mehr auf neu kaufen. Viele wollen die haben mit diesem schwarzen Becken hier unten drin, sag ich jetzt mal. Aber nein, das gibt's nicht mehr auf neu. Karmann, ganz klassisch. Schlüssel auf links, ein Gefühl wie wenn man so einen alten Porsche fährt oder so, ne? Also das ist, ja, Karmann ganz speziell, ja sowieso, guckt euch diese Form vom Armaturenbrett an, Alter, macht mal hier den Deckel auf an überhaupt, ne? Hier noch der originale Sticker drin und so, ne? Also wirklich, klar, hier Handschuhfach auch original noch, ne? Wie die ganze Karre, alles original! Hier unten will ich jetzt aber noch mal einmal zeigen, die Schweller, guckt euch das mal alles an, wie toll sehen die aus, hier mit Schieber. Da unten an den Dingern ist gar nichts. Auch die ganzen Heizkanäle und so, das guck, da kann man ja so... Ja, guck mal hier um Napoleon-Hut rum und so. Also das Auto ist sowieso verblüffend, wie gut das ist. Guck mal, wir gucken noch mal rein in den Radkasten jetzt. Da kommt man gut rein, trotz 5,5 Felge. Guck mal hier, alles Originalblech auch, ne? Also wirklich schön, ne? Original Spiegel hat Yashi zurückgeholt. Tolles patiniertes Ding. Letztens noch ein Bild gesehen, wo er den alten Spiegel hatte hier und so. Hier auch, da sind die immer durch. Das ist gar nichts, weißt du, klar, Flugzeug und so. Aber Junge, das ist noch wie, also das ist gar nichts. Tippitoppi, ja, guck mal da, alles echt toll, so, ne? Und hier drin auch die ganze Originalfarbe, wie verrückt, da war die andere Farbe. Alles da, Leute, alles da. Hauben, ne? Ich weiß nicht, wie das überhaupt bei Karmann ist, ob die Krankheiten haben, dass sie hier Kanten rosten und so. Aber normal hat das immer jeder, ne? Guck mal, wie toll eingefettet und das hier ist. Ey, komm, ich hol jetzt euch die Türkanten auch nochmal von unten einmal rauf und so, ne? Ach, guck mal, wenn eine Tür von unten so aussieht, ne? Hier immer nicht klar fleißig gucken, dass die Wasserablauflöcher frei sind und so. Durchstochen, weil da ein bisschen Fett drin ist. Da muss man dranbleiben, ne? Gleiche Tipps, wie man mit dem Auto umzugehen hat. Hier hinten will ich jetzt auch noch mal einmal zeigen. Die Taschen hier unten runter, ne? Alles originales Blech. Total, total geil alles, ne? Hier hinten gehen wir noch mal einmal hinter da die Ecke und so. Oh. Einfach schönes, 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 originales Blech überall. Ja. Ja. Vierjährige, die wir geschweißt haben, die große. Hier, ne? Ja. Das siehst du auch, aber... Ja, das Blech hier schön reingesetzt. Aber das haben wir vernünftig gemacht, ne? Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und dann wurde noch auf der anderen Seite die Ecke hier gemacht. Ja, zeigen wir das. Ja, zeigen wir direkt. Wir zeigen das direkt. Hier hinter das Dreieck hier. Ja. Aber das auch nur das. Aber guckt euch das mal alles an, hier, wie original das alles ist, ne? Also, ja, hier die Bodenhälfte. Hast du hier hinten zu einem Teil geschweißt, ne? Also das ist die hintere Hälfte von der Bodenhälfte. Und die Ecke, da kann man mal so ein viereckiges Blech rein irgendwie, was, ne? Das war's dann auch. Das soll das sein, was an diesem Auto geschweißt wurde. Schon mega. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Einmal hier, wie die Tür aufgeht, ne? Knopf, tak, tak. Fällt wieder rein ins Schloss. Zärtlich. Oh, ist ein tolles Auto. Ja, auch wie dieser Karmann da aussieht, dieser Schnurrbart da vorne und so, ne? Diese Form allgemein. Aber ich würde sagen, wir haben euch jetzt auch ja alle genug dicht gesammelt und so, ne? Ihr habt das gesehen, ihr habt das jetzt mitgekriegt, dass dieses Auto verkauft wird. Ich würde sagen, sollen wir hier was vom Preis sagen? Nö, sehen wir eine Anzeige, ne? Anzeige oder nicht anschreiben über die E-Mail-Adresse, ne? E-Mail-Adresse, genau. Jascha und Adina hauen da eine E-Mail-Adresse rein. Ja. Magst du wieder filmen, Adina? Hast du Bock? Danke. Ich würde sagen, nächste Woche könnt ihr sehen, wie es hier bei mir am Bus weitergeht und so, ne? Großer Unfallschaden. Aber er kommt ja,
ne? Ist auch verrückt, Alter. 80.000 Klicks da drauf jetzt auf dem Video, ne? Das ist hier für mich gar nicht greiflich so, ne? Stell mir vor, 80.000 Leute irgendwo auf einer Fläche. Viel im Stadion, ne? Ja, Mann, das ist schon eine Ansage. Ja, komm, Adina, sag du auch noch mal was zum Karmann. Ja. Oder sollen wir doch Preis sagen? Weil sonst schreiben die Leute nämlich und denken, Preis wissen, ne? Und denken, ja, was soll der? Ich würde das auch machen. Ich schreibe ihm an und hoffe, dass der 10.000 kostet oder so. Pass auf, Leute. Ich sag euch jetzt, wie es ist. Das Auto, so wie er hier steht, frisch getüft, einsteigen und losfahren, ne? So wie er da steht, 25 Scheine. Und darunter ist verhandelbar. Ohne TÜV ist das na klar eine andere Sache. Der geht schon gleich ein paar Tausender günstiger los, so, ne? Aber wir sagen hier auch ganz klar, unter einer bestimmten Summe, ne? Geht auch nix, so, ne? Also hier wird auch keine über den Tisch gezogen. Guckt einfach mal rein ins Internet. Ein 65er Karmann, sucht immer in einem Zustand, wo vier Bleche dran geschweißt sind. Brauchbares Ding, alles eingetragen. Findest du nicht. Such mal alleine nur die Felgen. Such die mal. Findest du nicht. Nein, das gibt das alles nicht. Dieses Auto gibt es halt nicht zu kaufen. Außer bei uns hier. Ja, muss man ja ganz klar sagen. So. Und deswegen, ich hoffe, das Ding findet einen ehrenhaften Besitzer, der schon sagte, Alter, diese Form vom Karmann, dieser Typ 14 und so, das wollte ich schon immer mal haben und so. So wie du. Ja. So, ne? Du verkaufst das Ding ja auch nicht, weil du es nicht mehr haben willst. Nee. So muss man auch ganz klar sagen. So, ne? Ich will das behalten. Ja, aber du verkaufst das Ding halt, weil du mal auch woanders hin willst, so nach Motto, ne? Einfach andere Pläne. Kein Auto mehr fahren, mehr Fahrrad fahren und so ein bisschen, ne? Ja, scheint ja so. Es erweckt ja den Eindruck, so nach Motto, ne? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Ich kenne das. Ich habe meinen Käfer damals auch verkaufen müssen. Irgendwann kommt man an so einen Punkt, Alter, dann muss sowas auch verkauft werden, Mann, ne? So. So. Also. Man muss sich von Sachen trennen, Alter. Ja, weiß ich nicht, immer. Naja, Leute, ich denke, das Video ist voll. Ich glaube, wir haben hier ein paar Minuten zusammengekriegt. Ja. Jetzt geht's ans Schneiden. Naja, denn... Meldet euch, genau, wenn ihr den Karmann wollt. Aber echt auch nur, wenn ihr wollt und könnt, ne? Gibt's irgendwas mit Tauschangebot oder so? Du willst nur nicht. Bares, ne? Ja, eBay Kleinanzeigen, Alter, ohne Tausch. No change! Nee, warte mal, change, nee. Nee, change, doch. Nee, das ist anders. Okay. Ist doch egal, hopp. Ja, switch! Nehmen. Kein Tausch. Nur Bares ist Rares. Ja, scheißegal. Und eben, ganz im Ernst, sowas kriegt ihr für das Geld auch. Also alleine diese 25, die hier gesagt wird. Du hast selber so viel in das Auto reingesteckt. Ja, ja. Das weiß ich, weil ich dabei war. Ich war dabei, ich kann das bezeugen. So, ne? Von daher, alleine, was da an Zeit drauf gegangen ist, bis Jascha einen Spiegel gefunden hat für das Auto. So, weißt du? Nur mal so. Also, das ist echt ein fairer Preis. Ich wünsche mir, dass das Ding in gute Hände kommt, dass der nächste Besitzer damit noch einen schönen Burnout macht. Ja. Also vor meiner Nase, irgendwann will ich das Ding nochmal burn sehen. Am liebsten so, weißt du? Ja, man will das sehen, ne? Jetzt reicht das Video aber auch echt. Ich finde dann am Schluss immer nicht so, ne? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.